Heute erklären wir dir die chemischen und physikalischen Prozesse, die beim Trocknen von Anstrichstoffen stattfinden. Du hast den ganzen Tag gearbeitet und Untergründe beschichtet, aber dein Job ist noch nicht ganz erledigt. Dein Anstrich muss nämlich noch trocknen. In der Malerfachsprache unterscheiden wir zwischen vier Trocknungsstufen. Die erste ist das Anziehen. Hier beginnt der Anstrich zu trocknen. Die zweite Stufe ist Staubtrocken. In der Malerfachsprache heißt das, dass der Anstrich oberflächlich trocken ist. Die dritte Stufe ist Grifffest. Grifffester Anstrich ist weitgehend trocken. Die vierte und letzte Stufe ist die Durchtrocknung. Der Anstrich ist nun vollkommen durchgehärtet. Jede Art von Trocknung durchläuft diese vier Stufen. Aber nicht jeder Anstrich trocknet auf die gleiche Art. Es gibt drei Arten der Trocknung. Die physikalische Trocknung, die chemische Trocknung und die gemischte Trocknung. Keine Sorge, das Ganze klingt komplizierter als es ist. Bei der physikalischen Trocknung verdunsten die Löse- und Verdünnungsmittel aus dem Anstrich und das führt dann zur Trocknung. Anstriche, die physikalisch trocknen, sind zum Beispiel alle Leime, Dispersionsfarben und Acrylharzlack. Nachdem du diese Anstriche aufgetragen hast, verdunsten die Löse- oder Verdünnungsmittel aus dem Anstrich und das Bindemittel umschließt die Pigmente und trocknet. So einfach geht das. Das Besondere an den Anstrichstoffen, die physikalisch trocknen, ist, dass bei manchen, zum Beispiel der Leimfarbe oder Nitrolack, der Prozess der Trocknung reversibel ist. Man ihn also wieder rückgängig machen kann. Wie genau? Du hast es vielleicht schon erraten. Durch die erneute Zugabe von Löse- oder Verdünnungsmittel. Die physikalische Trocknung lässt sich durch Wärme beschleunigen. Das kann man je nach Anstrich und Untergrund zum Beispiel mit Infrarotlicht oder durch das Einbrennen in speziellen Trockenöfen machen. Schauen wir uns nun im Vergleich die chemische Trocknung an. Bei der chemischen Trocknung trocknet der Anstrichfilm durch eine chemische Reaktion zwischen zwei oder mehreren Bestandteilen. So wie das in der Chemie ist. Die Dinge vermischen sich und dann kommt es zu einer Reaktion. Da gibt es einerseits die Trocknung durch Aufnahme von Sauerstoff. Das heißt im Fachjargon oxidative Erhärtung. Aber es gibt auch Farben, zum Beispiel Lacke, die einen Härter brauchen, um zu trocknen. Sogenannte Zwei-Komponenten-Lacke. Diese brauchen einen Stammlack und einen Härter, damit die chemische Reaktion, die zur Trocknung führt, stattfindet. Die chemische Trocknung ist anders als die physikalische Trocknung in den meisten Fällen irreversibel. Man kann sie also nicht rückgängig machen. Zu guter Letzt gibt es noch die gemischte Trocknung. Aber die ist in Wahrheit nur die Kombination aus dem, was du bereits gelernt hast. Die meisten Anstrichstoffe, die chemisch reagieren, enthalten nämlich auch Löse- und Verdünnungsmittel und trocknen somit gleichzeitig chemisch und physikalisch. So musst du dir gar nicht so viel merken. Die physikalische Trocknung findet statt, weil Löse- und Verdünnungsmittel verdunsten, bei der chemischen Trocknung führt eine chemische Reaktion zur Trocknung und bei der gemischten Trocknung passiert beides. Habt ihr Ideen für weitere Videos? Dann klickt auf den Link in der Videobeschreibung, um direkt zu unserem Feedbackbogen zu kommen. Liked das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert uns, um keine neuen Folgen zu verpassen. Lehre2Go ist ein Projekt von Ibis Ackern, gefördert von Arbeits- und Wirtschaftsministerium. Er arbeitet in Kooperation mit den Bundesinnungen der Bundesinnungsgruppe Baunebengewerbe.